Hallo, dies ist mein drittes Tutorial über SQL-Injections, in dem ich mich besonders der Blind-Methode widme. Ich habe dazu schon eine Lücke vorbereitet, wo man deutlich sehen kann, dass in dem Navi-ID-Parameter eine Lücke möglich ist. So, jetzt kann es aber passieren, dass man bei manchen Lücken keine Ausgabe bekommt und dass man so die Informationen wie Admin-Daten, User-Daten, dass man die eben nicht als Te in Textform bekommen kann, weil es keine Ausgabe gibt. Hierbei kann man den Server aber trotzdem dazu überreden, Informationen preiszugeben, und zwar mit logischen Operatoren und Ausdrücken. Wie zum Beispiel hier, 1 gleich 1 ist natürlich immer true, das ist klar, 2 gleich 1 ist immer false. Und das kann man sich zunutze machen, indem man testet mit end plus 1 gleich 1. Man sagt also, die Seite soll dargestellt werden, wenn 1 gleich 1 ist. Da 1 gleich 1 natürlich immer true ist, wird diese Seite dargestellt, wie es in den Query ausgeführt wird. Wenn man das Ganze jetzt in einen falschen Ausdruck verwandelt und sich die Seite verändert, so wie hier, können wir davon ausgehen, dass eine Blind SQL Injection möglich ist. So, jetzt kann man natürlich nicht, wie in den vorigen Methoden mit Order By und Union Select arbeiten. Könnte man schon, aber es bringt einem nichts. Deswegen müssen wir jetzt anders an die Informationen kommen. Möchten wir zum Beispiel die Version abrufen, benutzen wir einen kleinen Trick. Wir benutzen dazu die String-Funktion substring und sKey. Wie die funktioniert, habe ich hier kurz aufgeschrieben. Das ist die Substring-Funktion. Das erste Argument ist immer der String, in dem man sucht. Das ist jetzt dieser hier zum Beispiel. Das zweite Argument ist der Startwert, die 3. Das ist also, hier ist 1, da ist 2, hier ist 3. Es beginnt also hier und gibt dann einen String mit der Länge 4, das ist das dritte Argument, aus. Das heißt, das Ergebnis wäre in diesem Fall CDEF. Es gibt noch weitere Funktionen, wie die Length-Funktion. Die gibt le eigentlich nur die Länge des Strings aus, in diesem Fall 4. Und es gibt die InString-Funktion. Das erste Argument ist wieder der String, in dem wir etwas suchen möchten. Und das zweite Argument ist ein Text, den wir im ersten Text suchen möchten. So, Test kommt hier drin vor, und zwar hier. Und was InString jetzt ausgibt, ist die Position, ab wo Test gefunden wird. Hier ist 1, da ist 2, da ist 3, da ist 4 und hier ist 5. Das heißt, InString würde hiermit 5 ausgeben. So, was bringt uns das jetzt? Wir können also jetzt wieder mit dieser logischen Operation, können wir jetzt rausfinden, wie zum Beispiel der erste Buchstabe des Passwortes ist. Und zwar mache ich das immer über ASCII-Zeichen, weil das einfach geordneter ist und weil man dann schön überprüfen kann, ob die Aussage wahr oder falsch ist. So, dann käme unsere Substring-Funktion. Und dann selektieren wir wie gewohnt Select Passwort vom Zugang. Und jetzt haue ich hier immer noch ein Limit rein, um den ersten Eintrag zu selektieren. Mit Komma 1 sage ich, dass ich bei dem ersten Buchstaben beginnen möchte des Passwortes und mit der Länge 1. Das heißt, ich möchte jetzt den ersten Buchstaben des Passwortes bestimmen. So, wie mache ich das? Ich sage jetzt einfach mal, ASCII-Zeichencode vom ersten Buchstaben soll größer 50 sein. Und jetzt gucke ich, was passiert. Die Seite wird mir wie gewohnt dargestellt, das heißt, die Bedingung ist true. Das heißt, das Zeichen ist auf jeden Fall größer als 50. Jetzt erhöhe ich das mal ein bisschen und pirsch mich ran. Größer als 90 ist es auch. Was gibt es noch? 99. Aha. Wir sind also schon mindestens beim D. Größer 105. Das machen wir so lange, bis wir dann letztendlich zu einer falschen Aussage gelangen. Aha, das passiert hier.
Wir müssen uns jetzt also langsam wieder zurückbewegen. Es ist nicht größer als 112, aber größer als 111. Das ist die letzte wahre Aussage, die wir bekommen. Das heißt, wenn es größer als 111 ist, muss es 112 sein. So, jetzt kann man in der ESCII-Tabelle nachgucken. Das Zeichen für den ESCII-Wert 112 ist P. Das heißt, das P wäre in diesem Fall unser erster Buchstabe des Passworts. So, ich mache das nochmal eben für den zweiten, um das Ganze etwas deutlich werden zu lassen. Ich werde jetzt nicht das komplette Passwort erraten, weil das einfach zu lange dauert. So, fange ich beim zweiten Mal mit 111 direkt an und wir sehen, oh, es ist schon größer als 111. 115, es ist auch größer. Sogar größer als 117. Aha, hier haben wir schon relativ gut eingegrenzt. Aha, größer 118. Ist es also 119? Alles klar, 119. PW sind die ersten beiden Buchstaben des Passworts. So, das dauert jetzt zu lange, das Ganze komplett zu machen. Deswegen werde ich jetzt eben noch schnell zeigen, wie man die Version bestimmt. Das ist ja letztendlich auch nichts anderes. Und zwar braucht man da nicht mal den ASCII. Wir brauchen den Select auch nicht. Es reicht direkt, die Version Umgebungsvariable einzutragen, da man dafür nicht unbedingt einen Select benötigt. So. Substring Version 1.1 soll größer 3 sein. Ist true. Und größer 4 ist false, das heißt, die Version ist 4. Das heißt, ich kann nicht mit der mit Information Schema Datenbank arbeiten. Das geht selbstverständlich auch bei Blind SQL Injections, ist natürlich nur wesentlich aufwendiger. Dafür könnte man jetzt zum Beispiel die InString-Funktion verwenden. Ich könnte jetzt zum Beispiel ein Query ausführen, indem ich sage, select Column Name from Information Schema Columns. Where? Nein, das macht keinen Sinn. Ich lasse mir lieber die Table Name ausgeben. Where in String Column Name, 0x 61706173 ist Pass. Also PASS fängt es an. Ungleich 0. Das heißt, in meiner Column Name soll jetzt Pass vorkommen und ich möchte gerne die Table Name davon haben. Das ist relativ praktisch, wenn man die Information Schema zur Verfügung hat. Man kann also direkt nach passenden Tables suchen, die dann höchstwahrscheinlich die User beinhalten. Ja, wer sich noch mehr String-Funktionen anschauen möchte, kann das selbstverständlich unter self-rp.info tun. Hier sind einige String-Funktionen aufgelistet, die man sich dafür zunutze machen kann und einem das Ganze erleichtern. Das wäre es dann auch schon von mir. Das war mein Tutorial. Ich hoffe, ihr habt das halbwegs verstanden. Besucht freehack.com. Viel Spaß!